Nächste Rednerin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! In einer intensiven Debatte der vergangenen Monate fand eine umfangreiche Meinungsbildung und Meinungsschärfung statt, und dies nicht nur bei uns Parlamentariern. Selten wurde in der breiten Öffentlichkeit über ein Thema mit so viel Engagement diskutiert. Dies zeigt, dass es sich heute nicht nur um eine politische, sondern vor allem auch um eine ethische Diskussion handelt. Ich persönlich habe mich nach intensiver Diskussion und gründlicher Abwägung entschlossen, dass ich den Antrag von den Kollegen Dr. Patrick Sensburg und Thomas Dörflinger unterstütze. Denn dies ist der einzige Gesetzentwurf, der sich gegen eine Legalisierung ausspricht. Die anderen Entwürfe, die heute zur Abstimmung stehen, legalisieren die Suizidbeihilfe von Angehörigen und Ärzten, unterscheiden sich nur in den Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Es darf meiner persönlichen Meinung nach keine Freigabe der Sterbehilfe und dies in jeglicher Form geben. Vor allem aber keine kommerzielle und keine geschäftsmäßige Sterbehilfe. Hilfe beim Sterben und nicht Hilfe zum Sterben. Den Tod begleiten und nicht herbeiführen. Dieser Leitsatz steht für mich an erster Stelle. Den Grund möchte ich Ihnen gerne erläutern. Als Arzttochter bin ich ein Leben lang mit Themen von Krankheit und Tod begleitet worden. Es gab viele Patientenfälle, die meine Eltern aufgrund ihrer Schwere weit über das normale Patientengespräch hinaus beschäftigten. Aber eins kam für meine Eltern nicht in Frage. Dem Tod nachzuhelfen, war das Leid des Patienten noch so groß. Stattdessen wurden die Patienten begleitet, ihnen das Leiden erleichtert, psychologisch und therapeutisch. Immer auf dem modernsten Stand, wie bei vielen ihrer Standeskollegen. Ich spreche mich gegen die Straffreiheit aus, denn nicht nur ich stelle mir die Frage, wo bei einer Legalisierung die Grenze ist. Wird die Hemmschwelle so weit erniedrigt, dass Suizid dann plötzlich hoffähig wird? Ein Artikel in der FAZ hat jüngst genau diese These bestätigt. Seit der Legalisierung der Tötung auf Verlangen und dem assistierten Suizid in den Niederlanden ist die Hemmschwelle zur Selbsttötung stetig gesunken. Und die Zahlen in den Niederlanden sprechen eine deutliche Sprache. Waren es 2005 noch 1800 Fälle, steigerte sich die Zahl im Jahr 2014 bereits auf 5300 Fälle. Diese Zahlen spiegeln deutlich wider, dass Sterbehilfe bei unseren Nachbarn zur Normalität geworden ist. Und die Untersuchungen zeigen auch, dass sich der Kreis derer, die Sterbehilfe in Betracht ziehen, deutlich erweitert hat. Waren es anfangs hauptsächlich Krebskranke und AIDS-Patienten, finden sich heute Patienten mit vielen verschiedenen Krankheitsbildern, wie Demenz, psychiatrische Erkrankung oder auch altersbedingte Beschwerden darunter. Stattdessen sollen wir doch unsere medizinischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte würdigen und die Forschung weiter unterstützen. Denn durch eine bestmögliche Palliativmedizin ist eine leidensarme Sterbebegleitung möglich. Hierbei steht die Linderung der Symptome und Verbesserung der Lebensqualität im Vordergrund, und das ist auch aus meiner Sicht der richtige Weg. Viele schwerstkranke Patienten antworten auf die Frage, warum sie nicht mehr leben möchten, sehr häufig mit dem Wunsch, den Angehörigen nicht länger zur Last fallen zu wollen. Stellt man diese Patienten palliativmedizinisch ein und fragt auch ein paar Tage nach, hat sich ihre Einstellung vollkommen geändert. Ein Sinneswandel, der eintritt, wenn der Patient antwortet, dass er unter diesen Umständen mit der richtigen therapeutischen Maßnahme weiterleben möchte. Der Satz "Ich will nicht mehr leben" müsste richtig heißen "Ich will so nicht mehr leben". Diese Maxime sollten wir in unserer Gesellschaft verankern. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir gestern das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland verabschiedet haben. An dieser Stelle möchte ich deshalb einen Dank aussprechen an die Hospize und die vielen ehrenamtlichen Helfer, genauso wie an die vielen pflegenden Angehörigen, die sich aufopferungsvoll ein würdiges Sterben bzw. eine Begleitung bis zum Tod ermöglichen, sei es in der ambulanten oder stationären Versorgung. Diesen Menschen ist Hochachtung entgegenzubringen.
ganz im Gegensatz zu denjenigen Menschen, die aus dem Tod ein Geschäft machen, kommerzielle Sterbehilfe betreiben und aus dem Leid anderer Kapital schlagen. Denn wer kann uns garantieren, dass diese Ärzte und Sterbehilfevereine den Schwerstkranken gegenüber die Abwägung ermöglichen? Ich sehe zudem die Gefahr, dass Mitleid die Bewertung zur Sterbehilfe beeinflusst. Und das darf meiner Ansicht nach nicht passieren. Die Anträge vom Kollegen Hinze und der Kollegin Künast öffnen dagegen Tür und Tor für etwas, was nicht zu kontrollieren ist. Diese Lasten dürfen und sollten wir niemanden auferlegen. Frau Kollegin. Schließen möchte ich dabei mit einem Zitat von unserem ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau, der sagte: Wo das Weiterleben nur eine von zwei legalen Optionen ist, wird jeder rechenschaftspflichtig, der anderen die Last seines Weiterlebens aufbürdet. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Brigitte Zypris.